Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Let's Play Minecraft mit deinem Dulok. Schön, dass du wieder da bist. Und wir stehen hier vor einer Piratenhöhle. Ich habe mich hier mit dem Electric Stuff durch die Gegend geportet und habe diese Piratenhöhle gefunden, die man von hier gar nicht sehen kann. Und da würde ich ganz gerne mal mit euch reingehen und dann mal noch ein bisschen durch die Türme fegen, damit wir unsere Rüstung hier mal ein bisschen besser an den Start kriegen. Ich habe nämlich immer noch diese blöden Schuhe hier, die bald kaputt gehen, und eigentlich hätte ich gerne alles in dieser Montur. Und damit wir da gut gerüstet sind, schauen wir mal da vorbei und ja, gucken, ob das erfolgreich vonstatten geht. Bin ganz gespannt. Ich bin jetzt mit dem Electric Stuff hier ein bisschen durch die Gegend gewiped. Man ist ja mega schnell. Einzige Problem ist nur, dass der halt auch kaputt geht. Ich habe den mal mit Unbreaking verzaubert. Der ist ja umsonst verzauberbar. Zauberbar. Und da brauchen wir nichts. Ich weiß immer noch nicht, wie viel diese Bottle of Enchanting ist, aber egal. Da hinten eigentlich sieht es interessant aus. Aber wir können ja mal kurz hier durchrushen. Rushen ist eigentlich das falsche Stichwort, ne? Ich habe auch diesen Bogen jetzt hier. Aber ich habe keine Pfeile. Legia-Bogen. Oh, da kam direkt drei raus oder was? Oder kamen die von da hinten? Oh ja. Haben wir Pfeil. Schaden mit Buck. Eisen. Oh ja. Runter mit dir. Das ist ein Creeper-Boss. What? Hat er sich jetzt selber in die Luft gesprengt? Ein Boss, der sich selber in die Luft sprengt, das ist doch mal nice. Ah, Spinnen. Die haben wir noch nicht gesehen. Ich brauche Pfeile. Habe ich jetzt Pfeile? 10 Pfeile. Ja, die nehmen wir mal mit. Water Essence. So, jetzt können wir den Legia-Bogen mal verwenden, mal sehen, was der kann. Boah, kriegen wir direkt Besuch. Und wir haben direkt einen Curse drauf, von dem Boss da. Aber der ist gleich da. Boah. Boah, was geht da ab? Und die brennt da alles hier. Ich glaube, das waren zwei Bosse oder was? Und schnell darüber. Und das Ding ab. Nix da. Kaputt machen hier alles. Also mal einsammeln. Crit-Corite Boots. Okay, was ist das? Oh, falsche Waffe. Ist gleich runtergefallen. Magnet-Backpack. Oh, Bücherregale. Ein Schadmann-Book. Okay, mal kurz oben chillen und die Sachen in unser Backpack packen. Was eigentlich? Living Metal Giant Sword. Das Ding. Ach, im Rucksack geht nicht, alles klar. Das geht aber. Die Schuhe könnten wir vielleicht gleich brauchen. Und der Rest ist eigentlich nur Müll. Ich hoffe, das ist nicht die unterste Frau. Nee, sie nicht. Okay, da können wir mal die Sachen, die wir nicht brauchen, reintun. Okay, die haben wir auch genug. Okay, weiter nach unten, Leute. Einfach durchkämpfen. Keine Gnade kennen. Keine Gnade mit den Monstern. Oh, scheiße. Scheiße, das war zu weit. Oh, oh, oh.
Nein, nein. Oh. Oh, oh. Hoch. Nein, nein, Leute. Nein, was macht ihr da mit mir? So, jetzt kämpfe ich die hier in der Ecke und mache ich die fertig. Okay, der Loot wird besser. Deutlich besser. Raus, raus, raus. Was hat der denn im Gehirn vom Kopf? Geht mit euch ab. Boah, so nie. Ich glaube, hier dürften wir nicht mehr looten können, dann gibt es Probleme. Mit dem Spawner. Ah, da kommt schon wieder ein neuer nach. Moment. Ich muss erstmal den ganzen Schrott loswerden jetzt. Pass. Und die Spinnen, die machen ja, was sie wollen, nicht? So, weg damit. Ich glaube, die müssen wir eigentlich abbauen, die Kiste. Mit der Axt. Mit der Axt, mit der Axt, mit der Axt, mit der Axt. Okay, da war ein netter Loot drin. Auch Diamantenzeug. Haben wir noch Platz? Müssen Platz schaffen. Tut mir leid, Leute. Windstuff, Poststuff brauchen wir nicht. Und dann tun wir mal ein paar Sachen hier rein. Ja, zwei Kisten auch da rein tun. Die Essenzen, die Sachen. Mein Gott, die Nerven. Tokopedia-Gedöns. Weg. Okay. Schnell was essen. Und dann geht's weiter runter. Danach gehen wir in die Piratenhöhle. Oh, jetzt kommen wieder Gehirne. Das ist ein Rotz. Egal. Das müsste letzte Etage sein, oder? Vorletzte. Was geht hier ab? Sieht ja voll die Schlange. Was ist das? Letzte Etage. So, das Ding bauen wir schnell ab hier. Ah, ist das jetzt nicht verbrannt oder was? Rüstung. Oh, Schuhe sind weg. Ah, Süßboots. Schnell alles rein hier. Wieder so ein Soul Reaper bekommen. Legia-Bow. Gold Ori. Wieder so ein Magic Mirror. Was brauchen wir eigentlich nicht? Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Dann bauen wir das hier auch mal ab. Ui.
Glowing Bread. Glows delicious. Es glüht sehr lecker. Alles klar. Okay, Essenzen haben wir jetzt einige, ey. Da können wir uns auf jeden Fall fette Rüstung von machen. Iron Big Sword. Okay, das braucht kein Mensch. Die braucht auch keiner. Ice Stuff, Electric Stuff. Frage, wofür diese magnetischen Sachen sind. Wir haben auf jeden Fall genug fette Items, das ist mal klar. So, jetzt machen wir die fertig hier. Geil. 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 Ja, du stirbst, du stirbst, du stirbst. Jawoll. Nix wie weg hier. Aua, aua. Weg, weg, weg. Hier fliegt alles auseinander. Nein, ich will es zerstören. Oh, fast durch, fast durch, fast durch. Ist alles gut. Können wir hier ein bisschen upspeeden. Ui. Mal die Sachen wegschmeißen, die wir nicht brauchen. Der schießt aber komisch. Der schießt aber komisch, der Bogen, Leute. Okay, egal. So. Ich überlege gerade, was wir davon alles nicht brauchen. Was macht denn dieser Rucksack? Was kann der denn? Das ist einfach nur Magenta. Ach, das ist Magenta, nicht Magneta. Der ist einfach nur farbig. Und der ist... Okay, der ist einfach nur grün, aber das ist cool. Da haben wir noch mehr Platz. Ist der eigentlich voll? Der ist nicht voll. Packen wir den ganzen Driss da rein jetzt. Der Healing Stuff ist wohl auch ziemlich kacke. So. Das Einzige, was man in den Rucksack nicht reintun kann, ist ein Rucksack, so wie es aussieht. Okay. Ich glaube, wir sind gerüstet und können jetzt da in die Höhle gehen. Piu, 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 piu. Oh. Geht hier ab. Oh, ich werde beschossen. Und Schaden machst du hier auch nicht bei den Typen. Der schießt. Ha, da hat sich's ausgeschossen. So, hier müssen bestimmt irgendwo Truhen sein hier. Hä? Wieso ist das hier eigentlich so dunkel? Fackel hier hin. So. Stirbt! Eine Melone hat er dabei. Eine Piratenhöhle. Krass. Okay. Schauen wir uns das da mal von innen an hier. Uiuiui, geht schon rund. Der hat ein Schild. Ja, und jetzt? Nix mit Schild hier. Scroll of Escape. Krass, auch noch nie gesehen. Das Gefängnis. Essen haben wir genug. Tolles Gefängnis, sehr sicher. Blast Protection.
Hier ist die Schatzkammer. Was haben sie denn hier? Die sind ja ziemlich arm dran, die Piraten immer. Viel haben die ja nicht. Noch ein Electric Stuff, ja, Gold. Ein Enderauge. Könnte man auch mal mitnehmen. Gucken wir mal in unseren Rucksack hier rein hier. Noch ein Electric Stuff. Also Electric Stuffs gibt es echt genug. Ich habe die verenchantet. Man kann die umsonst enchanten, habt ihr geschrieben. Also habe ich den voll auf... wie heißt das? Unbreaking, damit der länger hält. Wie komme ich da rüber mit dem Stab? Boah, der schießt. Stopp, Shooting! Boah. Voll die Piratenhöhle hier entdeckt, die kämpfen alle wie die Irren. Boah, der Tod ist auch hier, hallo, Tod. Höchstpersönlich. Was ist los, Leute? Stress oder was? Komm her, tot. Der will schießen hier oder was? Oh, müssen wir schnell was essen? Nein, nicht Rucksacken essen. Okay. Also wieder der Tod. Ich geh mal hier weg. Zu viel Tod. Ist das ein Boss? Könnte ein Boss sein. Harbinger, nee, normaler. Spektral Witch. Was geht hier ab? So, down. Eieieiei. Hey, hey, hey. Okay, ich glaube, hier ist alles klar. Ich weiß nicht, was man mit diesen Dinger da macht. Einsammeln kann man die ja nicht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was man damit machen kann. So, wir sind bei den Piraten zu Hause. Pff. Dann bleib doch da, Mensch. Unnamed Potion, okay. Was können wir denn hier wegtun? Das. Die restlichen Essenz, die sammeln wir mal mit. Warum denn nicht? Schaut ja nichts. Dias ohne Ende. Dias ohne Ende. Ohne Ende Dias. So. Das ist ein Hebel. Tja, aber das große Piratenschiff, das haben wir noch nicht gefunden. Wir haben jetzt hier eine Piratenbasis gefunden, Leute. Ja, gehen wir erst nochmal hoch. Der mit dem Schild wieder hier. Nix da. Das Schild hilft dir nicht. Stirb! Na gut, dann halt so. Dann halt mit Gewalt. Wie viele Piraten. Oh, was ist das? Bin ich irgendwie vergiftet, ey. Okay. Boah, das geht ja hier noch richtig hoch. Voll das fette Lager. Ist hier so ein Piratenboss eigentlich? Piraten-Megaboss. Boah, ich bin voll besoffen. Boah, übel. So, Bücherregale.
Nehmen wir gerne mit. Und die Essenz ist auch. Essenz. Alles schön mitnehmen. Weiter geht's. Und? Ausguck, mehr nicht. Na gut. Oh nein. Boah, der hat da so ein Big Sword in der Hand. Also hier bräuchte man diesen Area-Effekt. Diese Scheiße, die immer auf mich drauf machen, das ist ja ätzend. Wer schießt da? Der. Mit einem Dia-Schwert und eine Knarre und eine Hand. Ei. Ist ja nicht mehr schön mit anzusehen. Oh, ein Rauchstand. Und Cookies. Cookies sind geil. Die sind so geil. Nehme ich alle mit. Ist da irgendwas drin? Kohle? Den brauchst du dann immer mit, oder? So ein schöner Brauchstand für zwischendurch. Geht immer. So, der Rucksack ist voll. Der nicht. Okay, das war die Kombüse. Was das sein soll, weiß ich nicht. Okay, hier ist Ende im Gelände. Pui. Kommt der denn da runter geklettert, hä? Na, kletter wieder hoch. Wenn du willst. So, hier sind die Betten, Leder und Kekse. Kekse sind gut. Verzaubertes Zeug, das können wir mitnehmen. Eigentlich können wir das gut mitnehmen und entzaubern. Es gibt ein Level, habt ihr gesagt. Das würde ich gerne mal herausfinden wollen. Das stimmt. Das sind auf jeden Fall die Schlafgemächer. Was ist das denn? Fancy Lampe? Eine Lampe? Krass. Iron Glaive, Fire Aspect und Knockback. Verzauberte Sachen nehmen wir mit, können wir entzaubern. Das alles? Mal durch? Gibt's hier keinen fetten Boss? Keinen Piratenboss? Ja, wir wissen, dass du gerne kletterst. Wir wissen, sie haben's verstanden. Boah, der hält aber einiges aus mit seiner Dia-Rüstung da. Und tschüss. Tja. Geht's hier jetzt weiter oder ist es das gewesen? Ne, es geht noch weiter. Ah, es geht doch noch weiter. Ah, wen haben wir da? Piraten-Captain. Nachher, als hätte ich nicht gewusst. Komm her. Komm her. Na, komm. Komm her. Na, tschüss. Ha. Ist ja unsichtbar. Oh. Geht mit dem ab. Der hat sich verdoppelt. Oh. Was hat der denn für Moves drauf? Ein unsichtbarer und noch einer. Oh. Mach ich fertig. Captain. Sparrow hier. Stirb! Boah. Na, komm her. Ist Stress oder was? So. Wer will Stress, ne? Drück dir eine Combo rein. Boah. Hier, der ist down.
Ninja Dagger. Wie, da gab es nur diesen blöden Dagger? Okay, die verzauberten Sachen nehmen wir mal mit. Water Stuff. Iron Plated Scale Boots. Ah ja, ist Verzauberung drauf. Ich hoffe, das funktioniert mit der Verzauberung, wie ihr das gesagt habt. Sonst muss ich leider ausrastoren. Natürlich die spannende Frage, was kann der Dagger da jetzt? Ninja Dagger. Hui, hui. Hui, hui, hui. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der wirklich down? War das wirklich der Chef, der jetzt down ist hier? Also wenn einer down ist, sind beide down, habe ich das jetzt richtig verstanden. Und wir haben jetzt hier die ganze Chose geschafft, oder was? Oha, hier sind nur Leute. Wie viel Schaden? Einer? Ein Schaden? Dafür machen wir so einen Aufwand, da gibt er uns... So, kommt her, Leute. Ich mache euch fertig. Ja. Doppelter Pfeil hier. Doppelter Pfeil, doppelter Schmerz. Bams. Na gut, dann halt nicht. Also. Und den kriegen wir nicht, der fällt eher runter. Das ist ein Landeplatz hier, Hubschrauber Landeplatz. Ist ja egal, wo man das abbaut, ne? Rote Wolle. Die Wolle müssen wir nicht zusammen haben für die Thieves-Rüstung. So, und damit würde ich sagen, haben wir diesen Piratentempel hier, Piratenanlage, Piratenversteck. Erledigt, wir haben den Boss besiegt, einen Seastagger bekommen, der irgendwie gar nicht so viel Schaden macht, da muss ich nochmal nachgucken. Ansonsten sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit besseren Sachen, da werde ich noch ein bisschen hochequippen. Ciao, ciao, dein Dulag.